Es ist ein typischer Herbsttag in Deutschland, nasskalt. Doch Caroline Lampert vom Golfclub St. Leon Roth, eine der besten deutschen Golferinnen, schreckt das wenig. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt das Wetter ist, wo ich am liebsten rausgehe, aber es gehört einfach dazu, im Turnier auch bei so Wetter spielen zu können. Und deswegen gehört es eben auch dazu, hier im Training rauszugehen und einfach ja, so ein bisschen über seinen Schatten zu springen und auch bei so einem Wetter trainieren zu gehen. Ich habe mit ein, zwei Jahren hatte ich schon mal einen Plastikschläger in der Hand und das war aber nur im Garten, weil meine Oma mir das in die Hand gedrückt hat. Dadurch, dass dann aber meine ganze Familie, auch die Großeltern Golf spielen, hat sich das dann immer weiterentwickelt, dass ich jetzt so seit 11 Jahren richtig Golf spiele. Caroline ist heute 18 Jahre jung, hat ihr Abi in der Tasche und konzentriert sich jetzt voll auf ihre Golfkarriere. Sie entstammt einer golfbegeisterten Familie aus Sandhausen. Ihr älterer Bruder Moritz ist bereits ein erfolgreicher Profigolfer, spielt auf der European Tour. Und so strebt auch Caro eine Profilaufbahn an. Sie weiß, was sie will. Das zu machen, was mir wirklich Spaß macht und damit Geld zu verdienen, wäre einfach mein Traum. Und ich glaube, das ist einfach ein Wunsch von vielen Leuten, dass sie ihr Hobby eigentlich zum Beruf machen. Und das wäre natürlich wirklich gut. Caroline Lampert, von allen nur Caro genannt, ist noch Teenager. Mit einem aktuellen Handicap von plus 4,4. Ihr größter Erfolg war die Teilnahme am Junior Solheim Cup in diesem Jahr in den USA. Der Solheim Cup ist der interkontinentale Mannschaftswettbewerb zwischen den Teams aus den USA und Europas, bestehend jeweils aus 12 Spielerinnen. Das sind Amateur-Videoaufnahmen vom Event in Colorado. Caro Lampert steuerte 3 von möglichen 3 Punkten bei der 9,5 zu 14,5 Niederlage bei, gewann alle ihre Partien mit 1 auf. Ja, auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, mal nach Amerika zu kommen, dagegen die besten Amerikanerinnen auch zu spielen und letztendlich auch gut zu performen und ein paar Punkte zu machen für eben Team Europa und allein also für Europa zu spielen, ist was ganz Besonderes gewesen. Das erste Mal nicht nur für sein Land, sondern eben für den ganzen Kontinent zu spielen. Das war eine Riesenehre und hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Der Junior Solheim Cup 2013 war eine großartige, eine prägende Erfahrung der bescheidenen, eher zurückhaltenden Caro Lampert. Ich bin Fisch, gerade so noch Fisch. Relativ ruhig und zurückhaltend, die jetzt nicht die Emotionen sprüht, aber letztendlich mich auch gerne um Personen kümmere und gerne für viele Leute da bin. Ihr Heimatclub ist der Golfclub St. Leon Roth. Hier findet Caro optimale Trainingsbedingungen vor. 2 Meisterschaftsplätze, eine Top-Driving-Range samt Übungsareal, das seinesgleichen sucht. Und einen Athletikplatz, auf dem sie nahezu täglich schuftet. Caro weiß ganz genau, wem der Dank für diese perfekten Rahmenbedingungen gebührt. Ja, der Herr Haupt spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle, weil man merkt, wie wichtig eben dieser ganze Golfplatz ist und die ganze Förderung, dass man von klein auf hier gefördert wird und alle Möglichkeiten bekommt, die man sich eigentlich nur erträumen kann. Das ist natürlich ein Riesen. Das ist einfach was richtig Gutes für uns alle, das wir hier haben können. Das Fundament für ihre Profikarriere ist gelegt. In ihrer jeweiligen Altersklasse zählte Caro Lampert stets zu den Allerbesten. 2011 gewann sie erstmals die German Girls Open, das bedeutendste Nachwuchsturnier auf deutschem Boden. Ein Jahr später verteidigte sie in eindrucksvoller Manier und mit einem rekordverdächtigen Vorsprung ihren Titel erfolgreich. Im selben Jahr gewann Caro die deutsche Einzelmeisterschaft bei den Damen. Da war sie 17. Das Talent ist da, es wartet aber noch jede Menge Arbeit. Ja, ich habe da immer mal wieder eine Diskussion mit meinem Trainer, weil ich gerne einen Bilderbuchschwung hätte, aber der einfach nicht so ist, weil mein Trainer immer sagt, ja, wenn es funktioniert, dann lassen wir das so. Und da ich jetzt über Jahre lang eigentlich die gleichen Sachen mache, versucht er das im Rahmen zu halten. Und wenn ich aber meinen Schwung im Video sehe, würde ich gerne immer wieder was verändern, weil es einfach vielleicht nicht so optimal aussieht, aber letztendlich komme ich gut auf der Linie rein, was für mich am wichtigsten ist. Und die Arbeit durch den Ball gefällt mir vor allem, aber so ab und zu die Schlägerstellung im Rückschwung ist nicht so, wie ich sie gerne hätte, aber mein Trainer ist damit sehr zufrieden. Wo siehst du deine größte Stärke?
dass ich vor allem unter Druck besser spiele als bei irgendeinem unwichtigen Turnier. Und gibt es im Schlagrepertoire noch irgendwelche Schwächen? Ja, also das kurze Spiel insgesamt könnte wesentlich besser werden, weil ich eine Person bin, die relativ viele Grüns trifft. Aber wenn ich das Grün dann mal nicht treffe, dann war es zumindest bis vor kurzer Zeit so, dass ich direkt einen Schlag mehr mir aufschreiben kann und nicht noch irgendwie ein Save spiele. Aber das einfach noch ein bisschen zu verbessern, ich glaube, das ist so der wichtigste Teil, ja. Das Golfspiel ist sehr komplex. In der täglichen Arbeit auf und abseits des Platzes, bei Wind und Wetter, feilt Caro an allen Facetten ihres Spiels. Es sind zumeist nur Feinheiten, winzige Details, die darüber entscheiden, ob ein Schlag gut gelingt, ein Putt fällt oder auch nicht. Caro Lampert bringt alles mit für ihre Profikarriere. Die Ladies European Tour ist das Nahziel, irgendwann auf der LPGA Tour aufzuziehen, das ist absolut realistisch, um dann eines Tages ihren Traum zu leben. Es gibt auf jeden Fall einen Riesenwunsch, nachdem ich jetzt eben beim Solheim Cup zugeschaut habe, dass man irgendwann einfach da mal selbst stehen möchte und beim richtigen Solheim Cup mitzuspielen. Und jetzt einfach in den nächsten Jahren hoffentlich Profi zu werden und mich da irgendwo zu etablieren und weiterhin einfach gut spiele und daran auch weiterhin Spaß habe, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Ein nasskalter Herbsttag in St. Leonroth geht zu Ende. Caro Lampert ist erst 18 Jahre jung, doch sie weiß, was sie will und sie geht ihren Weg, ganz gleich bei welchem Wetter. Der Solheim Cup ist sozusagen der Ryder Cup bei den Damen. 2015 wird er erstmals auf deutschem Boden ausgetragen, hier im wunderschönen Golfclub St. Leonroth vor den Toren Heidelbergs. Die besten jeweils 12 Proetten aus den USA und Europas werden in etwas weniger als 2 Jahren ihre Jubiläumsausgabe feiern. 25 Jahre Solheim Cup, das bedeutendste Damengolf-Event der Welt. Und er wird dann Gastgeber sein, Eiko Schulz-Hansen, der Geschäftsführer des Golfclubs.